Ja, ich nehme Spiel auf, wo wir drei Tanks haben. So läuft das. Geil. Was? Was zum Fick? Was zum Fick ist das denn bitte? Ey, da sind Goldene drin gewesen, Mann. Ah, das ist wichtig, das war gut. Ja, Amena, Wasserwerfer. Ey. MVP. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was hier los ist, aber okay. Das ist nice. Oh, jetzt bin ich auf der Top-Lane. Naja. Ich gehe dann mal auf Tank, ne? Finde das wichtig. Wen haben wir denn noch? Ach, Diva. Ja, okay, ich habe die Diva nicht gesehen gehabt. Ja, Dude, ich wollte da jetzt nicht reingehen, aber hey. Ja, die sind Mitte alle. Siehst du da was? Ich geh mal mit, ja. Und das Lustige ist, unser Damage-Dealer ist immer noch oben. Ach, da hat sich jemand Anna gekauft, ha? Ja. Ja, auf der Botlane ist halt niemand. Ich zisch mal ab Richtung Botlane. Dann wenn die... die Lunara ist jetzt auch hier unten. Und wenn die gerne alle Mitte spielen wollen, dann sollen sie doch bitte alle Mitte spielen, kein Problem. Ja, aber das bringt die Erfahrungspunkte mäßig gar nichts. Ja, deshalb, sei ja, die können das gerne machen. Kriegst du das Ding? Mal gucken. Ich chase sie so ein bisschen weg. Kannst du es, glaube ich, direkt setzen. Und fliegt. Oh komm, Ludara. Ah, verdammt. Ah, schade. Ach, den hat auch niemand geholt da Mitte. Ja, ich gehe mal schnell hoch. Ja, das hat die. Das hat die Valera. Oh, nein, 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 geht auch weg. Ja, ich bleibe jetzt erstmal auf der Botlane und versuche ein bisschen. Okay, dann muss ich wohl doch Mitte kommen jetzt. Ja. Weiß auch nicht, was mit denen los ist. Warum sind die denn alle Mitte immer noch? Ich weiß nicht. Ist halt mega. Ist halt mega dumm, ja. Was? So schnell doch nicht? Nie im Leben. Da hab ich mich megamäßig mit dem Scheißding verschätzt. Krass. Ich geh da. Ich glaube, ich muss wieder Mitte gehen. Ja, ich versuche jetzt hier unten einfach Erfahrung zu sammeln. Weil das kann ja so nicht angehen.
geht einfach nicht. Okay. Ja, den hier unten kriege ich nicht. Ja, und das, wir diven halt beide und er zieht sich im letzten Moment irgendwie zurück. Ey, das ist ein Idiot. Jetzt sind wir beide gestorben, weil er diven wollte. Ich weiß, ich finde die Teamaufstellung halt einfach auch schon wieder so Cancer. Ja, Klassiker, Mann. Die kriegen halt Damage und wir kriegen drei Krieger. Und dann halt auch noch eine Diva, die jetzt nicht unbedingt so der Burner ist. Ne? Funktioniert aber. Utility und Damage ist hier halt scheiße. Und jetzt ist niemand unten. Okay, jetzt zumindest deren Heiler down. Ah, komm, die kriegen wir nicht mehr. Ich komme nicht an den Typen dran, ey. Das nervt. Ja, jetzt zurückziehen. Das lohnt sich überhaupt nicht mehr. Ja, du machst halt alleine. Kein Problem. Verreckt da. Das soll aber jetzt mal nicht meine Sorge sein. Halt von vornherein klar. Ist auch keiner von unseren Jungs da, weil sie sind ja eben schon gestorben. Ach, Kacke. Das war dumm von mir. Hey, sie läuft doch da. Ja, war ein versetztes Moshpad. Moshpad gebe ich zu. Na ja, passt. Na, solange die drei da oben sind...
Habe ich gar nicht aufgemountet? Ey, seriously? Schießen die Creeps auf mich. Ja. Man kann überlegen, ob ich Mitte nehme oder versuche unten denn das reinzuhauen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube Mitte ist sinnvoller. Ja, ich gehe jetzt risky. Damit rechnen sie nicht. Nee, tun sie halt echt nicht. Nice. Ich meine, so eine Lane durchpushen ist, glaube ich, schon. Da kommt der Keltas. Ja, da kommen zwei von denen. Ja, zieht euch da zurück, Mann. Was machen die denn da? Warum fighten die denn da drin? Fightet doch nicht in deren Territorium. Was soll denn das? Alter, sind die behindert? Ich brauche noch einen Kill, bevor ich sterbe. Das nächste Mal habe ich meine Quest fertig. Das wäre so fucking wichtig. Es war halt gerade einfach nur scheiße. Ja. Das war ein schlechter Call von denen, da reinzugehen. Das war dumm. Das werden sie, glaube ich, nicht machen. Wir müssen halt, wir könnten versuchen, Mitte die Anna zu holen. Okay, ich dachte, ich schneid dir den Dings ab. Das hat nicht funktioniert, so wie ich das dachte. Ja, scheiße. Das war dumm. Ah, scheiße. Ja, da kam meine Ulti auch eine Sekunde zu spät. Ja, naja, nicht schlimm. Das war einfach dumm von mir. Aber hey, zweiter Tod. Ist okay. Kümmert euch doch bitte um die Behälter und prügelt euch nicht so lange mit denen, ey. Was ist los? Ja, Diva macht jetzt unten die Mauer weg. Wenn sie intelligent laufen würde. Und der Thrall geht mit ihr mit. Er geht einfach mit ihr mit, anstatt dass sie unten das Ding holen, ey. Haben die das jetzt echt gekriegt? Nee. Nee, unten das nicht. Aber oben. Ah, okay. Wer von denen hat's denn? Ich glaub, die hier. Die Anna. Garrosh hat's. Was macht er denn jetzt? Warum macht der Boss? Vor allem mit einer halbtoten Diva. Jetzt sehen sie halt überhaupt nicht, was abgeht, Jungs. Das war intelligent. Ah, wenigstens ist sein Teil jetzt zunichte gegangen.
Wenn jetzt noch derjenige mit... Okay. Warum läuft er denn da rein, Mann? Was ist denn los mit dem? Hier bleibst du jetzt stehen. Er hat sie rausgeswappt. Der Idiot hat sie einfach rausgeswappt. Nice. Ich habe keine Ahnung, wie wir das gewonnen haben, Mann. Ich nicht. Auch null so, Ahnung. Gar nicht. So, wirklich. Wie zum Fick? Aber hey, gewonnen ist gewonnen. Ne? Auf jeden Fall. Alter, ich weiß nicht, ich komme da gerade nicht drauf klar. Yay, ETC Level 10. Egal, das Ergebnis zählt. Nice, jetzt kann ich erstmal die Truhen aufmachen. Oh, zwei epische Sachen in der einen Truhe drin, nice. Beides Duplikate. Richtig geil. Nice. Okay, jetzt können wir mal die ETC Truhe ankommen, da muss jetzt irgendwas mega drin sein. Auch was Episches. Flammenmalfurion. Okay. Das war aber nicht ganz so geil.